ich jetzt erstmal die Decke ab und werde dann als nächstes dann quasi das Alubetyl oben in die Decke reinmachen und anschließend das Armaflex. Aber wie gesagt, erstmal werde ich die Decke abschrauben. Boah, ist aber saumäßig schwer auf jeden Fall. So, das ist jetzt das Alubetyl. Und ich sehe mal zu, dass ich das jetzt irgendwie verarbeitet kriege. So, ich versuche das jetzt zunächst erstmal zu messen und mir das dann so dementsprechend erstmal zurechtzuschneiden. Weil jetzt, sage ich mal, die schwere Rolle da oben ranhalten, das ist irgendwie super kacke, weil die auch einfach super schwer ist. Ja, und ich messe mir das jetzt einfach aus und dann schneide ich mir erstmal sowas zurecht und klebe das dann so rein. Probiere aus, ob das so funktioniert oder ob ich dann noch irgendwas anderes machen muss. Ich muss das Scheißzeug hier irgendwie reinkleben. Dass die Platte sitzt. Jetzt muss ich mir erstmal was suchen, mit dem ich quasi das Ganze nochmal irgendwie verstreichen oder Platz rollen kann. Das erste Feld ist geschafft. Ich werde das definitiv nicht nochmal mit so einer Riesenplatte machen oder mit so einem Riesenstück und werde mir jetzt hier bei dem nächsten Feld mehr oder weniger kleine Streifen schneiden und die erstmal einzeln reinkleben. Das ist wesentlich handlicher, denke ich. Und vielleicht geht das ja einfacher, ne? Das sieht schon mal gar nicht verkehrt aus. Habe ich soweit die Platte eingesetzt. Auf der linken Seite passt das ganz gut mit den Nieten hier. Nur hier auf der Seite, quasi auf der rechten Seite, ist das irgendwie, das passt das ganze Bobbelt nicht so richtig. Dann muss ich jetzt mit dem Messer erstmal die ganzen Bohrungen erweitern, damit ich diese Nieten hier reinkriege. Endlich ist das geschafft. Ich habe den Himmel komplett einsetzen können und die LEDs funktionieren auch soweit und das sieht schon ziemlich fett aus. Ich habe jetzt mir hier einen Schalter eingesetzt, der eben die beim Türöffnen das Licht einschalten lässt, im Stand das Licht sowieso ein und eben aus. Und wenn ich das jetzt mal anmache, sieht schon relativ fett aus. Dann gehe ich jetzt mal auch nochmal hier an die Seite. Hier oben ist auch noch ein Schalter.
Und ja, sieht recht fett aus, oder?